ist das? Das ist eine Vogelscheuche. Hi Leute, ich bin Ava, willkommen bei Alles Ava. Ja, und mir ist heute mal wieder was richtig Komisches passiert. Und bevor ich euch das jetzt erstmal zeige, habe ich eine Challenge für euch. Schafft ihr es in 3 Sekunden meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken? 1, 2, 3. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt mir ja in die Kommentare. Und jetzt schaut am besten einfach mal selber. Okay, also diesen Sack habe ich noch nie gesehen. Ja, wir sind hier gelandet. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir gelandet sind. Okay, wo sollen wir dann jetzt als nächstes hin? Was ist das denn? Komm, wir schauen uns mal am besten an. Sieht das hier komisch aus. Hallo? Ist hier jemand? Ist hier irgendjemand? Oh mein Gott, sieht das hier gruselig aus. Was ist denn hier alles? Gottes Willen, Via, was isst du denn da? Wir wissen gar nicht, wo das alles her ist. Ich glaube, hier stimmt was nicht. Via, du kannst ja sprechen. Gott, wie dieses Spinnnetz komisch aus. Warte mal. Ich lasse dich mal kurz wieder runter, aber iss keine Leckerlis mehr. Ich kann dir nicht glauben, du kannst ja sprechen. Mein Gott, die Leckerlis, die kennen wir doch, Via. Oh mein Gott, jetzt hast du doch schon mal gegessen und dann hattest du auch angefangen zu reden. Wirklich gute Sachen sind dann passiert. Was ist das da unten? Ist das eine Vogelscheuche? Warte, da ist was hinten dran. Oh, mal schauen. So weit musst du gar nicht gehen, um den magischen Tieren zu helfen? Was? Schau selbst. Oh nein. Okay, wir nehmen die Vogelscheuche mit und versuchen so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. Fängt jetzt auch noch gleich an zu regnen, oh Mann. Leute, ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Wie finde ich dann jetzt nach Hause? Oh Mann, das Pferd habe ich schon mal gesehen. Oh, jetzt denke ich, weiß ich, wo wir sind. Oh, Leute, ich habe es gerade noch nach Hause geschafft. Eine Minute später, dann werden wir noch pitchen. Mensch, hört mal, es gießt gerade wirklich. Oh Mann, hatte ich Glück. Aber ich will mir unbedingt noch mal diese Vogelscheuche angucken. Und diesen Brief. Wir? Kannst du noch reden? Wir? Nein, alles ist noch normal. Ich frage mich, was da passiert ist mit diesen Leckerlis. Oh, ist auch so komisch, dass wir jetzt die zum zweiten Mal gesehen haben. Diese Vogelscheuche muss ich mir jetzt noch mal ein bisschen mehr intensiv angucken. Ich weiß immer noch nicht, warum die einfach da war. Meinte, ich habe mir vielleicht einfach angebildet, dass die Vivi mit mir gesprochen hat. Ich weiß das eigentlich gar nicht mehr. Dieser Zettel, was bedeutet das überhaupt? So weit musst du gar nicht gehen, um den magischen Tieren zu helfen. Was bedeutet das überhaupt? Welche magischen Tiere? Via, das ist alles so komisch. Leute, jetzt wo Via wieder mit mir sprechen kann, habe ich euch was richtig Cooles zu erzählen, was auch genau dazu passt. Und zwar kommt am 29. September der neue Film Die Schule der magischen Tiere Teil 2 in die Kinos. Ich konnte schon die Premiere besuchen und Die Schule der magischen Tiere Teil 2 schon im Kino sehen. Der Film war genauso wie der erste Teil. Unfassbar spannend. Ihr wisst ja, nur in der Wintersteinschule kann man ein magisches Tier bekommen. Und nun gibt es eine riesen Feier in der Wintersteinschule. Und zwar, die Schule feiert ihr 250-jähriges Schuljubiläum. Und da passieren natürlich viele spannende Dinge. Klasse von Miss Cornfield muss die Schulaufführung retten. Ida und Benny bemerken schnell, dass sie das nur schaffen können, wenn sie in einem Team arbeiten und mit der Hilfe von den magischen Tieren. Dann tauchen auch noch mysteriöse Löcher auf dem Schulgelände auf. Am besten schaut ihr selbst den Film Die Schule der magischen Tiere Teil 2 im Kino an. Und als kleinen Vorgeschmack hier den Trailer zum Film. Viel Spaß und dann geht's auch mit meinem Abenteuer weiter. Eure Geduld soll heute belohnt werden. Endlich! Tada! Geht es weiter? Wow, das ist toll! Man darf sich im Leben nicht immer unsichtbar machen. Manchmal muss man auch in allen Farben leuchten. Das ist die Schule der magischen Tiere. Die Schule der magischen Tiere 2 im Kino. Pia, siehst du was? Riechst du irgendwas? Warum bist du so aufgeregt? Alles okay? Du regst mich jetzt ein bisschen auf. Pia, das sind ja wieder diese magischen Leckerlis. Du darfst nicht alle essen, Pia. Mann, bedeutet das alles? Ava, pass auf! Ich glaube, hinter dir ist etwas! Ja! Hast du gerade wieder gesprochen? Hier ist was? Du hast recht! Noch eine Vogelscheuche! Ja, das sind noch mehr Leckerlis! Kannst du mir noch irgendwas erzählen? Komm schon! Warum sagst du immer nur einen Satz? Es wäre richtig hilfreich, wenn du noch ein bisschen mehr sagen würdest! Da ist wieder ein Zettel! Ich leg dich am besten mal wieder auf den Boden. Nicht vergessen! Du darfst nicht zu viel von den Leckerlis essen! Wir wissen nicht, wo die herkommen
und bis du erstmal zu viele von ihnen gegessen hast, bist du verschwunden. Wie gehe ich am besten erstmal dahin? Ja, ich hatte recht, das ist wieder ein Zettel. Diesmal hier drauf. Die magischen Tiere haben Hunger. Du musst sie versorgen. Welche magischen Tiere? Was bedeutet das wieder? Könntest du mir vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen? Magischen Tiere? Bist du vielleicht das magische Tier? Du sprichst ja auch die ganze Zeit. Am besten nochmal den Zettel angucken. Was bedeutet das alles? Die Vier frisst schon wieder alles mit ganzen Leckerlis. Okay, wir gucken uns am besten nochmal zusammen den Zettel an. Darfst du die nicht alle essen? Magische Tiere haben Hunger. Du musst sie versorgen. Welche magischen Tiere? Ich denke immer noch, du bist vielleicht das magische Tier. Kannst du mir vielleicht noch irgendwas erzählen? Ich glaube, in der Küche ist etwas. Komm mit. Du hast schon wieder gesprochen. In der Küche? Nehmen die Vogelscheuchen am besten mit. Okay, wir gucken dann mal in der Küche. Kommen wir. Mal schauen, wie was es nicht alles so gibt. Aber wir müssen auch auf jeden Fall richtig vorsichtig sein, dass wir nicht wieder sogar viele... Ja, Kallis, das letzte Mal bist du ja verschwunden. Ich habe tierische Angst, dass das wieder passiert. Du musst mir wirklich richtig gut zuhören, Via, okay? Ich weiß immer noch nicht, warum es hier zwei Vogelscheuchen gibt. Was soll das denn nur? Was ist das? Das ist eine Vogelscheuche. Oh, die hat jetzt aber keinen Zettel. Die sehen sich auch alle echt voll ähnlich. Fast identisch. Ich habe wirklich richtig Angst, dass meine Via nochmal verschwindet. Das wäre richtig schlimm. Aber vielleicht... Ist irgendwie da drinnen nochmal was? Ich taste das nochmal an. Also, ich denke, da ist nichts drinne. Schon mal zum Glück. Was ist das denn? Hier ist ganz viel Essen? Okay, was? Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Was ist das denn jetzt? Das ist ja irgendwie Gold und wo sind da denn Sterne? So Silberpulver? Was bedeutet das alles? Ja, weißt du, was das alles bedeutet? Das ist komisch. Du musst besser suchen. Dann findest du den nächsten Hinweis. Mein Gott, was ist wieder gesprochen? Das ist alles ganz so verwirrend. Am besten setze ich dich einfach mal wieder auf den Boden. Aber nichts fressen. Vielleicht habe ich einfach irgendwas übersehen. Hä? Oh, da ist noch ein Zettel. Magische Tiere brauchen magisches Futter? Was? Vielleicht meine ich mit magisches Futter dieses Zeug. Aber wie mache ich das jetzt magisch? Das ist ja einfach nur Tierfutter. Mit dem Zeug? Was denkt ihr denn? Ich bin mir nämlich nicht sehr sicher. Ich bringe die Sachen am besten zum Esstisch. Da kann ich alles besser vorbereiten. Oh mein Gott, das muss ich wirklich magisch machen. Das stinkt total. Okay, so. Womit fange ich jetzt an? Vielleicht nicht mit dem. Mit diesen kleinen Sticks vielleicht. Würde ich das irgendwie aufgeben. So. Jetzt kippe ich einfach dazu vielleicht noch ein paar Sterne. Stellt euch vor, ich hätte dann noch Vogelfreunde, mit denen ich reden könnte. Perfekt für Vogelscheuchen. So, das erste Futter habe ich schon fast vorbereitet. Davon mache ich noch ein bisschen rein. So, perfekt. Oh, ist eigentlich für Nagetiere, nicht wirklich für Vögel. Ach, bestimmt passt für alle. So, jetzt mache ich mit dem Katzenfutter weiter. Füchse können doch bestimmt auch Katzenfutter essen, oder? Ich glaube, da wollte uns jemand veräppeln. Schau mal, wie wenig da in dieser riesen Verpackung drin ist. Davon fülle ich ein bisschen ab. Vielleicht benutze ich jetzt dieses goldene Spray. Sieht auch ziemlich cool aus. Wow. Das sieht ja ziemlich cool aus. Vielleicht kippe ich dazu noch ein bisschen Pulver. Am liebsten würde ich ja selber von den magischen Zutaten was probieren. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass da was Schlechtes passieren würde. So, perfekt. Jetzt muss ich leider Hundefutter machen. Yay. Oh Mann. Hätte mir diese magische Person nicht einfach Trockenfutter geben können? So, das ist schon mal genug. Ist doch ein bisschen Goldspray. Da kann gar nicht genug Goldspray drauf. So wie das riecht. Okay. Und jetzt noch ein paar Sterne. Jetzt muss ich sie verrühren. Ich habe jetzt erstmal alles hingestellt. All das Essen, alle Vogelscheuchen, alle Nachrichten. Und jetzt muss ich überlegen, was ich dann draußen mit dem Essen machen will. Ich glaube, ich habe da gerade was im Garten gehört. Oh mein Gott, ich denke, ich sehe da im Garten gerade Augen. Sind das vielleicht die magischen Tiere? Lass uns am besten erstmal zusammen gucken. Ich habe was vergessen. Es regnet ja total. Ich brauche erst eine Jacke. Ich habe jetzt eine Jacke. Jetzt können wir draußen zusammen gucken. Jetzt kommt ihr mit. Ich habe jetzt das Essen mitgenommen und schaut mal. Da hinten kann man all die Augen sehen.
sieht eigentlich total creepy aus. Und ich denke, wir hat was gefunden. Schaut mal. Lass uns am besten nachschauen. Und da kann man sogar sehen, es gibt ein paar richtig große Augen und dann noch ein paar kleine. Ich wundere mich, welche Tiere das sind. Kommt am besten mit. Da ist keine Nachricht, keine Leckerlis, kein gar nichts. Ich denke, hier soll ich das Essen hinlegen. Die haben Tiere. Ich habe noch nicht mal irgendeine Bedeckung. Die werden dann bestimmt pitschenass. Am besten gehen wir wieder rein. Aber die Vogelscheuche nehme ich besser mal mit. Komm, Via. Via, du kannst doch nicht das Essen von den magischen Tieren essen. Okay, ich trage die. So, ja, jetzt geht's wieder rein. Bist schon pitschenass. So, ich bin jetzt wieder drin. Und ihr habt ja gesehen, ich habe hier noch eine Vogelscheuche gefunden. Ich werde gleich nochmal nachgucken, dass das Essen jetzt auch weg ist. Wenn es weg ist, dann bedeutet es ja, dass die magischen Tiere endlich wieder gefüttert wurden. Das bedeutet auch richtig gut. Nur ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann nie wieder mit Via sprechen kann, weil da waren ja gar keine magischen Leckerlis. Ich hatte auch Angst, dass sie verschwinden würde, aber ich mochte schon, dass Vivi mit mir sprechen konnte. Aber wir müssen eigentlich mal bald gucken, dass das Essen auch wirklich gegessen wurde. Schaut mal, die ist total nass geworden. Das kann man sogar richtig gut am Gesicht sehen. Die ist da bestimmt schon richtig lange draußen. Und warum habe ich jetzt 4 Vogelscheuchen? Und aber nur 3 Nachrichten. Denkt ihr, da fehlt eine Nachricht? Ich bin eigentlich gar nicht sicher. Vielleicht kann mir Vivi später noch ein bisschen erzählen. Wundere ich mich immer noch. Irgendwie ist gerade die Vivi total verrückt. Habt ihr es vorhin gehört? Sie hat sogar ihr Kissen aus ihrem Bettchen rausgescharrt. Die ist jetzt auch total pitschenass. Vielleicht sucht sie wieder nach irgendwelchen magischen Leckerlis. Aber da waren gar keine mehr. Ich konnte gar keinen finden. Ich wünschte auch, dass sie wieder mit mir reden könnte. Komm, wir gucken jetzt mal, dass die magischen Tiere jetzt endlich gegessen haben. Das war ja meine Mission. Leute, schüttet einfach immer noch. Komm, hoffentlich haben die jetzt schon gegessen. Ich sehe jetzt auch gar keine Augen mehr. Die sind total leer. Die haben wohl gut gefressen. Zum Glück. Sieht so aus, ich habe meine Mission erfüllt. Hoffentlich haben die jetzt bald nicht mehr Hunger. So, da bin ich jetzt aber richtig fröhlich. Wir gehen wieder rein. Leute, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und wenn, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Wir gehen jetzt auch wieder rein. Du bist bestimmt pitschnass. Ihr ist bestimmt auch richtig kalt. Komm.